Ich habe, bevor wir jetzt hier angefangen haben, mit dem ein oder anderen Gast hier gesprochen und gesagt, was erwarten Sie eigentlich von dem Kongress? Und dann ging es um Ernährung und orthomolekulare Medizin und Naturheilkunde und wie können wir uns auf den Patienten und den Menschen konzentrieren. Und das war der Punkt, wo ich anfing, sauer auf Sie zu sein. Dann lädt er mich ein und sagt, ich soll über Leitlinien von Diabetes sprechen. Dann habe ich mir gesagt, ich hätte vielleicht das T in ein D umwandeln sollen. Weil, wenn wir ehrlich sind, ich komme aus der Schulmedizin. Ich bin jemand, der ist in der Ellenbogengesellschaft der Schulmedizin groß geworden. Ich habe genetische Forschung gemacht, ich habe Gene modifiziert. All das, wo man sagen würde, oh Gott, das ist ja gruselig. Bin derjenige, der von dort in Richtung Prävention und Fasten und, ich will nicht sagen Naturheilkunde gekommen ist, sondern jemand, der sagt, das einzig Entscheidende, was wir als Mediziner eigentlich machen müssen, ist, dass wir gucken, was sind die Bedürfnisse unserer Patienten und noch vielleicht 3, 4, 5, 6 Mal, bevor wir irgendein Medikament anwenden, gucken, wie können wir die Bedürfnisse unserer Patienten adressieren. Und das ist etwas, was wir in unserer Ellenbogenmedizin überhaupt nicht machen. Und trotzdem will ich jetzt über Leitlinien bei Diabetes mellitus sprechen, weil wenn wir jetzt nochmal die Leitlinien anschauen, ist das, was die Leitlinien repräsentieren, das, was wir vor 10 Jahren gewusst haben. Das, was wir vor 10 Jahren gewusst haben, was vor 5 Jahren für irgendwelche Studien existiert wurden, aber es ist nicht repräsentativ für das, was wir heute wissen, wo wir heute guten Gewissens Patienten behandeln könnten. Und nun ist die Frage, wenn Sie heute einen Patienten haben, wollen Sie dem eine Therapie zukommen lassen, wo Sie wissen, die war vor 10 Jahren modern? Sie ist sicherlich sicher, aber es ist bestimmt nicht das Beste, was für den Patienten zur Verfügung steht. Wir sind immer angehalten zu sagen, mit wem wir alles zusammenarbeiten. Es sind ganz, ganz viele. Was vielleicht einzigartig für mich ist, ich bin derzeit der Kandidat, der Präsident der Internationalen Diabetesgesellschaft zu werden. Das heißt, der Kopf oder der Organisator für 283 Diabetesgesellschaften weltweit. Und wenn wir uns das anschauen, da spielen wir in Deutschland praktisch überhaupt keine Rolle. Ja, das sind die Diabetesgesellschaften in Asien und in Afrika. Und die haben ganz, ganz andere Probleme als das, über das, was wir hier oder wo wir glauben, uns in Deutschland Gedanken machen zu müssen. Aber lassen Sie uns rankommen und dieses Thema beleuchten. Das, was Sie hier sehen, ist gesund. Stellen Sie sich vor, wir messen 2800 Mal am Tag den Gewebszucker, der repräsentativ auch für den Blutzucker ist. Dann haben wir als Schuldiabetologen umlernen müssen oder beginnen jetzt gerade umzulernen, weil Diabetes oder Typ 2 Diabetes ist eine andere Erkrankung, als wir immer gedacht haben. Ich hätte Ihnen vor 5 Jahren noch gesagt, wenn Sie Kohlenhydrate essen, steigt der Blutzuckerspiegel, dadurch wird Insulin ausgeschüttet und dadurch sinkt der Blutzuckerspiegel wieder. Heute wissen wir, das ist nicht korrekt. Jemand, der gesund ist, der eine sehr gute Insulinsensitivität hat, also eine sehr niedrige Insulinresistenz, hat eine völlig flache Blutzuckerkurve. Hier ist ein Beispiel, die junge Frau, 26 Jahre, jeder grüne Pfeil heißt, sie isst was, immer so diese Snacks, wo auch viel Zucker drin ist. Und die lila Kurve ist ihre Blutzuckerspiegel, 2800 Mal am Tag gemessen. Und die ist völlig flach. Dagegen ihr Vater. Das ist auch 50% gleicher genetischer Hintergrund. Der Vater ist sogar, wenn wir evidenzbasierte Medizinkriterien anwenden würden, besser dran, weil der Langzeitblutzucker bei ihm ist noch niedriger als bei der Tochter. Ja, die Tochter isst eben mehr Kohlenhydrate, deswegen ist dieser Wert auch höher. Aber wir sehen eine völlig veränderte Kurve bei dem Vater. Ja, da geht am Anfang, früh morgens ist das noch das Gleiche, dann fangen da Schwankungen an und dann geht es mal hoch, dann geht es mal wieder runter, dann geht es hinten bei 18 Uhr geht's runter. Der Vater wird nicht therapiert, der war auch nicht körperlich aktiv, sondern da läuft etwas in dem Körper ab, was wir heute noch nicht richtig verstehen. Was wir aber wissen ist, dass diese Schwankungen des Blutzuckerspiegels wahrscheinlich 4 bis 5 Mal wichtiger sind für das Entwickeln von Komplikationen der Erkrankung als der absolute Blutzuckerwert. Das heißt, als der HbA1c, der sogenannte Langzeitblutzuckerwert. Und stellen sich 2 Patienten vor, beide Patienten haben den gleichen Mittelwert der Blutzuckerspiegel. Bei dem einen schwankt der Blutzuckerspiegel so ein bisschen, bei dem anderen so hoch, ja, obwohl der nach außen hin genauso gleich aussieht. Der Hochschwanker wird am Herzinfarkt und Schlaganfall versterben.